God, why did Jesus die? Denn von Gottes Blickwinkel her, warum ist Jesus überhaupt gestorben? He died because he identified to other things than God. That's what it means, death. Denn er starb, weil er sich, und zwar, mit anderen Dingen identifiziert hat, außer Gott. That's what it means, death. Denn das ist das, was Tod bedeutet. Das ist alles. Sunday I said something. Denn am Sonntag sagte ich etwas. I said death. Für diejenigen, die nicht da sind, sagte ich, der Tod, death, der Tod ist, when you treat yourself of everything that is you. Heißt, wenn du dich von alles, womit du dich bis hierhin identifiziert hast, wirklich trennst. That is what death is. Genau das heißt Tod. When you separate from all these things. Ja, von all diesen Dingen, die man in der Welt findet, wenn du dich von diesen Dingen trennst. To the world. Denn zur Welt. You are dead. Bist du tot. Dich gibt es gar nicht. Because every man that is in this world. Denn jeder Mensch in dieser Welt identified to something. Identifiziert sich mit etwas. So for you to die to the world, damit du zur Welt stirbst, you have to strip yourself from every of the things in the world as your identity. Dann musst du dich von wirklich allen Dingen der Welt trennen, womit du dich potenziell oder auch bis hierhin identifiziert. Look at what Paul tells us. Schau dir mal an, was Paulus ausgesagt hat. Galatians 6, verse 14. Galater 6, wir lesen Vers 14. It says, God forbid that I should glory, I should boast, save in the cross of our Lord Jesus Christ. Also mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. By whom the world is crucified unto me. Durch das mir die Welt gekreuzigt ist. And I unto the world. Ich der Welt. When you put your religious spectacles, you say, no, I have nothing to do with the world. You look at the world and say, no, he's talking about things. Wenn du mit deinen religiösen Brillen solche Sachen liest, du würdest denken, naja, gut, also, zu dieser Dönerbude brauche ich nicht mehr gehen, zu der Bank brauche ich nicht mehr gehen. Also sprich, dass man körperlich von bestimmten Dingen in der Welt trennt. So let us come out of the world. Let's create our own world. Ja, bloß nicht mehr bei irgendwas einkaufen gehen. Ja, es ist alles die Welt und so. Das ist nicht hier gemacht. Huh? Let's only be us Christian. Ja, also nur bei Christen sein und. Ja, it's another death. Das ist genauso tot. It's another identification. Das ist auch eine Identifikation in sich. But it's a religious one. Sondern es hat nur, sag ich mal, eine religiöse Version. It's more satanic. Ist noch satanischer als die anderen. It is more demonic. Ja, es ist dämonischer. Warum? You know why? Wisst ihr warum? Because you can hardly come out of it because you think you're fine. Denn you can't see it as wrong. Genau. Denn der Grund, warum es tödlicher ist, sag ich mal, ist, weil man denkt erstmal, es geht einem gut, ja, man ist unter Christen sozusagen und man sieht es nicht als falsch. Because if you are hooked to money, you are hooked to women, you are hooked to houses, you may come to a place in which all the pleasure of all these things dried out. Mm-hmm. And you realize that in those things there are nothing. But in a religious setting, you will never come to that place. You will think that the others are bad. Mm-hmm. And you are good. And when you get to that state, for you to be delivered is so difficult. It's even so hard that when Jesus Christ came, he could not deliver such people. He was just insulting them. Pharisees. Und dementsprechend, jemand, der seine Identität in Klamotten findet, also sein Zuhause ist Hugo Boss oder sowas, oder Geld, ja, ist immer bei der Bank, oder Haus oder sonst was, oder Frauen oder Männer, irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man, sag ich mal, wo man sich dann fragt, wozu das Ganze? Sprich, das Vergnügen, ja, diesen Kick, trocknet aus. Doch bei unseren religiösen Brüdern oder Schwestern, da trocknet es nicht aus. Denn warum? Man denkt immer, die anderen sind falsch. Man hält sich für das Beste und die anderen sind die Bösen. Und solange man so denkt, sogar Jesus Christus konnte nur die Menschen anschauen. Guck dir mal die an. Guck dir mal diesen Otternbrüdern an. Er konnte sie nur mal beschimpfen, denn warum? Sie sahen nichts anders als sich selbst. Das hat Pastor nicht gesagt. Sie wollen nicht in der Zufriedenheit, sprich in den Himmel reingehen, aber nicht nur das, sich dann an der Tür und sagen, keiner geht rein. Ja. You see, that's why we have to come back to the heart of Christ. Deshalb ist es wichtig, dass wir zurückkommen zum Herzen Christi. But for you to discover Christ in you, doch damit du Christus in dir entdeckst, you have to disengage yourself. Das ist wichtig. Damit du Christus entdeckst, musst du dich von diesen Dingen trennen.
everything that you identify as. Alles, womit du dich bis hierhin identifiziert hast. That is where you will discover God. Ja, denn in diesem toten Zustand, in diesem getrennten Zustand, entdeckst du Gott. You discover that God is there. Dann entdeckst du, ach, Gott ist die ganze Zeit anwesend. I said on Sunday too. Ja, das habe ich Sonntag auch gesagt. I said the secret of life. Ja, nämlich das Geheimnis des Lebens. Is for you to die before you die. Nämlich ist, dass du stirbst, bevor der Tod dich erwischt. Okay. Amen. You have to die in this world before you die. Nämlich du stirbst in dieser Welt, bevor der Tod dich erwischt. Because when you die, wenn du stirbst, you will discover, dann entdeckst du, that there is no death. Dass es den Tod gar nicht gibt. There is no death. Es gibt keinen Tod. Death. Tod. Death is born through identification. Der Tod entsteht aus Identifikation. Death has his power. Denn der Tod entwickelt seine Kraft through identification. Durch die Identifikation. So, but when you die, doch wenn du stirbst, all these things has nothing to do with you. All diese Dinge haben nichts in dir drin. Die haben keinen Haken. That is when you discover God. Dann entdeckst du Gott. You see, we talk about Christ in you. Christ in you. People don't understand. Also, wir sprechen öfters über Christus in dir, doch die Menschen begreifen das nicht. It's difficult. Es ist schwierig. Because they are still living in the world. Weil sie noch in der Welt leben. You must come to a place where you die. You identify to his death. What was he dead to? Du kommst, also du musst zu diesem Punkt kommen, wo du dich mit dem Tod Christi identifizierst. Wozu oder wovon war Christus tot? Amen. So when you come to, you identify to the death of Jesus. Wenn du dich mit dem Tod Jesu Christi identifizierst, then you discover Jesus. Dann entdeckst du Christus. You discover satisfaction. Dann entdeckst du Sättigung. Wow. Wow. When you come to a place where money doesn't dictate you. Also du kommst zu dem Punkt, wo Geld in deinem Leben keine Rolle spielt. This is what the Bible refers to as salvation. Aber hierauf bezieht sich die Bibel als Errettung. Salvation is a state of freedom. Nämlich die Errettung ist ein Zustand der Freiheit. Hear me, people of God. Hört mich. Salvation. Errettung is a state. Ist ein Zustand of your mind. Deiner Gesinnung. Where you are free. Wo du frei bist. From fear. Von Furcht, from anything in this world, von allen Dingen dieser Welt. That is what salvation is. Genau das heißt Errettung. How many Christians have experienced that? Also viele Christen haben das wirklich erlebt. No, how many Christians can boast that he saved? Wie viele Christen können sich rühmen, dass sie getrennt von allen Dingen sind und all diese Dinge haben keinen Einfluss über sie? Wie viele? Because true salvation, wirkliche, wahrhaftige Errettung, is when you come to a place of satisfaction. Wenn du zu diesem Punkt der Sättigung kommst. Of love. Diesem Punkt der Liebe. Amen. Amen. I listened to a man of God. Ich habe einen Menschen Gottes angehört. He said he doesn't work with money. Er sagt, er geht nicht aus mit Geld. He doesn't have money. Er hat kein Geld. He's a millionaire. Und dieser Mensch ist ein Millionär. He has money. Also Geld. But besitzt. You know, he was, when he was saying it, because I know what he was trying to say. You know? Denn als er das ausgesprochen hat, habe ich verstanden, was er meinte. So we're saying the money doesn't control. Er sagte, Geld regiert mich nicht. Just give it. Also er verschenkt sie. His car. Also sein Auto. You cannot understand this teaching until you experience it. Diese Lehre kann man nicht begreifen, es sei denn, man erlebt sie. Until you experience, before you know that it is true. That is why when we preach such thing, people look at you as a. Also bis man diese Lehre erlebt, also erfährt, ja, ist es so, dass wenn wir solche Lehre bringen, dann denken die Menschen, ach, wovon redest du denn schon wieder? Fangen die Menschen an zu gucken, weil erst mit der Erfahrung, ja, kommt der Begriff. They say, oh, it's hard. Viele sagen, das ist doch zu schwer. But Jesus tells us that. Doch, das hat Jesus doch schon gesagt. He says the way to eternal life is a narrow. Nämlich der Weg oder der Pfad zum ewigen Leben ist wirklich schmal, irre schmal. Where is eternal life? Wo ist ewiges Leben? In the inside of it. In the ja, der Weg dorthin ist wirklich schmal. Ja? But the way to perdition. Doch, der Weg, ich sag mal so, die Autobahn zum Verderben.
gewisse, ich sag mal, gewisse Rahmen an Ordnung. You look at man, you know, he needs to be saved. Und dementsprechend, man schaut den Menschen und sagt, Mensch, der Mensch braucht Because here they have placed the law. The law is restraining. It's an external restraint. Have you seen when somebody you hit somebody's car, he comes out, you know that the guy is red hot. He wants to fight, but there is a law in Deutschland. This shows you that the law is just there to restrain you externally. But the law cannot change the nature, cannot allow God within you to express himself. Und durch solche Beispiele, ja, so wie in Deutschland und alles, da sieht man, dass das Gesetz ist nur da, um uns äußerlich, sage ich mal, bei Laune oder bei Leine zu halten. Ja, bei Laune zu halten. Denn der Ausdruck Gottes aus uns heraus, beziehungsweise aus unserem Innern heraus, findet durch das Gesetz gar nicht statt. So the verse 15 of Galatians 1. Galaterbrief 1, wir lesen Vers 15. Paul says, but when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by his grace. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat. What is mother's womb? Was ist hier Mutterleib? Mother's womb. Leib. You know, it's talking of the mind that is hooked onto the things of this world. Also Mutterleib steht hierfür für die Gesinnung, die ihre Identität an den Dingen dieser Welt findet. Okay. Dafür steht Mutterleib. This is what he means by the mother womb. And he says, called me by his grace. Und hier heißt es, durch seine Gnade hat mich berufen. Okay. He called me by his grace. Ja, durch seine Gnade hat mich berufen. And look at what he taught. He said, to do what? To reveal his son in me. To reveal his son in me. Um was zu tun? Wozu das alles? Seinen Sohn in mir zu offenbaren. So what did we talk about the son? Was haben wir über den Sohn gesprochen? We said the son is alive, right? Wir haben doch gesagt, dass der Sohn Leben ist, oder? Okay, son is the eternal life. Sohn ist das ewige Leben. So the son is in you. Also der Sohn ist in you. So by his grace. Doch durch seine Gnade. He reveals the son. Offenbart seinen Sohn. Hallelujah. Hallelujah. The son is in you. Der Sohn ist in dir. And God wants to reveal that son in you. Und Gott möchte diesen Sohn in dir offenbaren. Amen. Amen. The son is that place of satisfaction, love. Der Sohn ist dieser Punkt, dieser Ort der Sättigung, der Liebe. Amen. Amen. Place of sufficiency. Ein Ort der wirklich der Genugtuung. Amen. Amen. I am satisfied. Ich bin gesättigt. I am fulfilled. Ich bin erfüllt. I am loved. Ich bin geliebt. I am accepted. Ich bin angenommen. I lack nothing. Mir mangelt nichts. I am rich. Ich bin reich. Nothing in this world. Nichts in dieser Welt can define who I am. Kann mich definieren. I am free. Ich bin frei from anything in this world. Und zwar von allen Dingen. This is what salvation is. Genau das ist die Errettung. When you come to that place, wenn du zu diesem Ort kommst, grace, Gnade, has revealed the Son in you. Hat den Sohn in dir. And you can tap into the Son in you. Und du kannst wirklich an dieser Quelle des Sohnes in dir tappen. You will then begin to give others toys. Und so fängst du an, andere Spielzeuge zu schenken. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You give them money. Du gibst ihnen Geld. You give them houses. Du gibst ihnen Häuser. You give them cars. Du gibst ihnen Autos. If you have a car, wenn du ein Auto hast, you want to share it with another. Du möchtest es mit jemand anderem teilen. You have a house. Du hast ein Haus. You want to let others come in. Du möchtest, dass andere da reinkommen. We brought nothing into this world. Denn zu dieser Welt haben wir nichts gebracht. 1 Timotheus 6, Vers 7. 1 Timotheus 6, Vers 7. He says, we brought nothing. Wir haben nichts zu dieser Welt. And it is certain. Und es ist sicher. We are taking nothing out. Wir nehmen nichts aus dieser Welt raus. This is freedom. Das ist Freiheit. This is salvation. Das ist Errettung. Salvation is not a religious word. Errettung ist keine religiöse Wort. Salvation. Errettung. Is a state of freedom. Ist ein Zustand der Freiheit. Freedom of fear. Von Freiheit von Furcht. From when fear is not your concern anymore. Also wenn die Furcht dich nicht mehr kümmert. So if you are not attached to money. Wenn das Geld dich nicht ergriffen hat. You are not attached to house, to cars, to clothes. Die Klamotten und Dinge haben dich nicht ergriffen. You're free. Dann bist du frei. Fear has no hand over your life.
die Furcht hat kein Sagen in deinem Leben. So the greatest opposition of man. Also die größte Widerstand des Menschen. Listen, please, the greatest opposition. Der größte Widersacher des Menschen. The mind. Ist die Gesinnung. The mind. Ist die Gesinnung. Please let the devil aside. Also bitte, hört auf mit dem Teufel. Is the mind. Es ist die Gesinnung. That is the greatest opposition. Das ist der größte Widersacher, die größte Opposition, der größte Widerstand. Any man who is free. Jemand, der frei ist, the devil has nothing in him. Hat der Teufel in diesem Menschen nichts verloren. Nichts. Amen. Absolut. A free man, ein freier Mensch, cannot be killed. Kann nicht mehr getötet werden. Because he has already experienced death. Denn warum? Er hat den Tod schon erlebt. He has died before he died. Also er ist gestorben, bevor der Tod ihn vorfindet. And so he has discovered. Dementsprechend hat er entdeckt, that there is no death. Dass es keinen Tod. There is only life. Es gibt nur Leben. And he is then courageous. Und so wird solche Menschen mutig. Everything he does. Alles was er tut. He prospers. Funktioniert. He doesn't know setback. Also er kennt keinen Frustration, discouragement. Er kennt keine Frustration, er kennt keine Frust, keine Entmutigung. Because he's dead to everything. Dann warum? Er ist sowieso tot zu. So now everything that he's concerned with. Also alles, womit er sich beschäftigt, is for the God to live out. Ist nur, dass Gott in ihm zum Ausdruck nach außen kommt. He then he has discovered his destiny. Und solche Menschen entdeckt seine Bestimmung and his purpose in life. Und seinen Zweck im Leben. To be an expression of God. Wirklich ein Ausdruck Gottes zu sein. For God to be a manifestation through him. Dass Gott sichtbar wird durch diesen Menschen. Oh, Philip said, Jesus, show me the Father. Der Philippus bat Jesus und sagt, zeig mir bitte den Vater. He said, Jesus, show me the Father. Jesus could sit down and say, okay, let me tell you the Father. The Father is somewhere in heaven. The Father is this. No, Jesus did not say that. Jesus said, if you see me, you have seen the Father. Also Jesus hat auf Philippus Geschichte erzählt und pass auf, der Vater ist im Himmel und so. Wo hat er nicht getan? Er hat nur ganz klar gesagt, wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Is it Philip, I have been with you and you never seen me? You don't know me? All diese Zeit, Philippus, war ich bei dir, kennst du mich nicht? What was Jesus saying? Was war der Gedanke, den Jesus vermitteln wollte? Haven't you feel all this? Also all diese Sättigung und diese Liebe, hast du das nicht gespürt? That I'm fulfilled? Dass ich erfüllt bin? I'm satisfied? Dass ich gesättigt bin? Even when you people were in storm, you saw that I came out peaceful? Sogar während des Sturmes, da war ich doch der Friede, der für Ruhe gesorgt hat. This is the Father. Aber genau das ist der Vater für mich. This is the Father. Genau das ist der Vater. When you see me, you see the Father. Wenn du mich siehst du den Vater. Peace. Frieden. Tranquility. Wirklich Ruhe. Joy. Freude. That is God. Das ist Gott. You want to die and go to heaven. Heaven has come to us. Also Menschen, die sterben wollen und in den Himmel gehen, doch der Himmel ist zu uns gekommen. You know what second birth is? Wisst ihr, was die zweite Geburt ist? Second birth means that you are born from heaven. Zweite Geburt bedeutet, du bist aus dem Himmel geboren. Why are you afraid that God will close the door of your home? Warum fürchtet sich der Christ oder die Christin, dass Gott die Haustür zumacht, damit du nicht mehr kommst, in da, wo du geboren bist? Because they are not even sure that they are safe. Also wisst ihr, warum solche Gedanken überhaupt kommen oder warum solche Furcht sich entwickeln? Ganz einfach, solche Menschen sind noch nicht mal sicher, dass sie gerettet sind. Because they don't know what salvation is. Weil sie nicht verstanden haben, was die Errettung heißt. They are afraid, oh, I don't know what tomorrow. When you are afraid, you're not really saved. Menschen, die sich fürchten, ich weiß nicht, wie morgen aussieht, ne? Ja, also solche Menschen, die sich fürchten, da frage ich mich, sind sie wirklich gerettet? Oh Lord. Thank you, Father.